Hallo zusammen, das ist der NIO ET5, der 100 Kilowattstunden Version, und heute mache ich hier auf der Autobahn einen Reichweitentest bei 130 km/h, lade ihn hier auf 100%, was ein bisschen dauert, zeige ich euch gleich. Fahren wir auf die Autobahn, fahren wir so weit wie es geht und auch wieder zurück, und dann schauen wir, wie viel Reichweite wir schaffen. Der hat hier 100 Kilowattstunden, es gibt auch einen 75 Kilowattstunden Akku, bei dem sind 90 Kilowattstunden können benutzt werden. Das ist ein Allradmodell, kann 375 kW, sind ungefähr 500 PS. WLTP-Reichweite ist ein bisschen über 500 Kilometer, das wird er heute nicht schaffen. Es soll nicht regnen, es ist aber nass, im Moment regnet es noch ein bisschen und es sind nur 14 Grad, also werde ich Heizung brauchen und sowas. Ich habe bei 50% angesteckt und habe eine Spitze von 71 Kilowatt bekommen. Jetzt bei 82% haben wir 60 Kilowatt und bis 100% wird es noch dauern. Das Auto sagt 29 Minuten. Das ist ein schönes Display hier in der Mitte. Diese Reichweite ist WLTP-Reichweite. Innen drin sieht man, sagt es ein, was man ungefähr geschätzt Reichweite hat. Schöne Info hier. Im Infotainment-System kann man dann nur das Laden aufhören, aber mehr Info hat man dann nicht. Ich bin bei 85%. Hier unten kann man so die Reichweite sehen, die berechnet wird. Das war mein Verbrauch von den letzten 100 Kilometern. Das Auto zeigt jetzt nicht das an, was man normal kennt, so ein Durchschnittsverbrauch für den Trip oder so. Das gibt es nicht. Es gibt hier unten einen Trip, da kann man seit dem Starten, und ich hoffe, ich kann den noch resetten, wenn ich mit dem Laden fertig bin. Ich hoffe, das geht, entweder durch Zusperren oder einfach neu anfahren. Dann seit dem Reset, das habe ich gemacht. Und ich habe auch die Consumption, Verbrauchdaten habe ich resettet, und hier zeigt er mir dann an, wie viele Kilowattstunden ich auf diesem Trip benutzt habe. So, ich muss praktisch meine Kilometer, die ich gefahren bin, nehmen und berechnen, was mein Durchschnittsverbrauch ist. Und mit der Zeit und den Kilometer kann ich Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen, aber er zeigt es mir nicht an. Ich kann hier das Laden aufhören. Und ich habe hier nur entweder auf 90% laden oder auf 100. Es gibt kein Ladelimit, das ich einstellen kann irgendwo. Das ist ein bisschen schade. Jetzt sagt er mir 4 Minuten. Ah, weil ich hier aus Versehen umgedrückt habe. Ich will ja auf 100%. Jetzt geht er wieder hoch auf 25 Minuten. Besser. Habe ich aus Versehen hingedrückt. Ich hoffe, das kann ich noch resetten hier, indem ich dann losfahre oder das Auto mal kurz zusperre. Ich habe das irgendwo in einem Video gesehen. Und hier kann man eben dann so ein bisschen durchgehen und andere Dinge sehen auf dem Hauptmenü. Und eben das Wichtigste, die berechnete Reichweite, nicht die WLTP-Reichweite. Und hier hat man eben Musik. Und bei Musik kann man einiges machen. Man kann eben Spotify haben oder Tidal Radio oder vom Handy oder vom USB. Ich habe jetzt Spotify drin. Funktioniert ganz gut. Bei der Karte habe ich schon gemerkt, sie ist furchtbar schnell. Also die Reaktionszeit ist toll. Es gibt aber auch nicht viel Information hier. Und ich habe vorhin ein bisschen navigiert. Das machen wir beim Heimfahren dann auch wieder zurück. Und wenn man jetzt angibt, es soll Norden oben haben, immer hatte ich das bei der Navigation, dass er das ausgeschaltet hat und ist wieder in Richtung vom Fahren gegangen. Das wollte er einfach nicht, aus irgendeinem Grund, obwohl immer noch dort stand, Norden oben. Ich bin auf dem Weg, fahre 131 mit dem Tempomaten, weil 130 km/h GPS
Höchstgeschwindigkeit ist hier auf dem Tachometer 131. So völlig okay. Übrigens ganz lustig, dass man hier unter der Geschwindigkeit sieht man, wie viel Kilowatt der Motor gerade benutzt. Wenn es so weiß ist, dann benutzt er das und bei grün ist es Rekuperation. Ist also ganz süß gemacht. Ich sehe auch, dass ich im Eco-Drive-Mode bin oder dass ich im D bin. Ich sehe mein Ladezustand und meine WLTP-Reichweite. Das Auto selbst sagt mir an, im Moment 330 Kilometer Reichweite geschätzt. Ich habe bis jetzt 7,6 Kilowattstunden benutzt, bin 14 Minuten 26,4 Kilometer gefahren. Keine Ahnung, was das für ein Verbrauch ist, das muss man alles berechnen. Das machen wir alles am Schluss. Mein Klima ist auf 23 Grad, weil alles darunter ist ein bisschen kalt. Ich habe es auch schon gemerkt, manchmal braucht man 25 Grad, dass man ein bisschen eine Wärme spürt. Und wichtig, AC muss an sein, dass überhaupt Heizung funktioniert. Wenn man das hier ausschaltet, wird es auch nicht warm im Auto. Es ist ein bisschen was los. Heute ist Mittwoch, ganz normal. Ich habe Urlaub die Woche, deswegen fahre ich das heute. Aber bis jetzt ist das Fahren ganz okay. Natürlich muss man ein paar Mal abbremsen. Vorne überholt auch schon wieder Lastwagen. Ganz normal. Es hat 15 Grad draußen übrigens. Und der Reset von den Tripmetern alles hat übrigens funktioniert. Einfach beim Losfahren. Ich musste jetzt nichts machen. War bei 75%, aber es war genau beim Umdrehen. Ich bin 87 Kilometer gefahren zu dem Zeitpunkt, ist also ungefähr 350 Kilometer volle Reichweite. Habe bis jetzt mit 27% habe ich benutzt 24,2 Kilowattstunden. Ich höre mir gerade Podcast an. Ich musste ein bisschen schneller fahren jetzt, weil so viele Lastwagen überholt haben. Ich bin immer so mit 90 gefahren und ich versuche immer eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 122, 123 km/h zu erreichen, dass ich die anderen Autos alle schön vergleichen kann. Lautstärke bei 130 ist okay. Kommt drauf an, wo man fährt. Jetzt auf dieser Ding ist ein bisschen lauter, aber es ist immer noch okay. Lautstärke, wenn die Straße nass ist, ist ein bisschen negativ. Aus irgendeinem Grund hört man dann von hinten brutal das Wasser von der Straße, wie wenn hinten ein Fenster oder Tür offen wäre, aber ist natürlich nicht. Sonst fährt es sich jetzt im Moment ganz okay. Schauen wir. Ich fahre dann jetzt von Deckendorf nach München. Bin bei 50% Ladezustand. Es waren 163 Kilometer, die ich gefahren bin, also komplette Reichweite ungefähr 330 Kilometer.
Ich habe 43 Kilowattstunden benutzt für die 50%. Das würde heißen, die Batterie ist nutzbare Energie 86 Kilowattstunden. Ich weiß jetzt nicht, ob da Hitzeverlust dabei ist. Ich denke mal nicht, weil ich fahre ja auch ein bisschen schneller. Es war auch ein bisschen Arbeit, dass meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist jetzt bei 120 und das war Arbeit, weil wirklich viele Lastwagen waren. Jetzt bin ich auf einer anderen Autobahn, da geht es ein bisschen besser. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir dann, wenn wir zurückkommen, haben wir wieder viel Verkehr. Da hinten schaut es aus wie Regen und Gewitter, aber da fahren wir hin, aber da drehen wir um und fahren wir wieder raus. Das Auto sagt mir noch 152 Kilometer Reichweite, also waren es ungefähr, sagen wir, 160 Kilometer Reichweite bei 50%. Er nimmt aber auch die letzten 10 oder 100 Kilometer her und da bin ich ein bisschen schneller gefahren, deswegen. Ja, aber ich glaube, so die 320 Kilometer, das können wir schon machen. Bei 90 Kilowattstunden Batterie ist das aber nicht sehr toll. Ja, wie fährt sich der NIO ET5 auf der Langstrecke bei 130? Allgemein völlig okay. Federung, wie gesagt, ist ein bisschen sportlich, aber auf der Autobahn ist es ganz okay. Lenkung ist ziemlich gut. Lenkung mag ich gern. Der Tempomat ist allgemein okay. Manchmal hat er das, dass er das Tempo ganz komisch hält. Also ich merke, obwohl ich im Eco-Modus bin, dass er beschleunigt, abbremst. So, er weiß nicht genau, was er machen soll. Das Selbstlenken ist auch allgemein okay. Ich habe jetzt nichts gemerkt, dass er bei Ausfahrten oder wenn Leute hier reinfahren, dass er da was Komisches macht. Also das ist ganz okay. Was er hat, das ist das Piepen, was man hier die ganze Zeit hört. So, wenn ich einen Spurwechsel mache und blink, schaltet er nicht automatisch das Selbstlenken aus, sondern ich lenke einfach und irgendwann schaltet er dann aus, weil er merkt, ich lenke zu viel. Und wenn ich dann wieder auf der neuen Spur bin, dann schaltet er dann wieder an und das gibt eben diesen Ton, hey, ich habe den Piloten wieder eingeschaltet. Ja, nervig ist, dass man es eben den Piloten selbst lenken nicht am Lenkrad ausschalten kann, sondern es jedes Mal ausschalten muss ins Infotainment-System unter Fahrassistenten und dann dort eben umschalten zwischen normal Tempomaten und Selbstlenken. Das ist ein bisschen nervig, weil das tue ich dann schon gern. Weil allgemein mag ich ihn jetzt nicht. Also er hilft mir jetzt nicht, wenn ich nicht außer ich muss das Lenkrad kurz loslassen, weil ich was brauche. Aber sonst hilft er mir jetzt einfach nicht. Was ich merke aber ist, erstens einmal dauert es furchtbar lange, bis er sich beschwert. Und er hat kein so ein bisschen Beschweren, hey, ich soll das Lenkrad anfassen und dann irgendwann einen Ton oder was, sondern es ist gar nichts. Und dann, oh mein Gott, du hast das Lenkrad nicht angefasst. Oh mein Gott, was tun wir denn? Jetzt muss ich leider hier rüber. Aber wenn ich jetzt im normalen Fahren bin, dann kommt diese Warnung nie. Also er merkt einfach die Berührung, die ich jetzt, wenn ich nur das Lenkrad berühre, ich muss da jetzt nichts lenken oder so. Ja, aber allgemein, ja, Navigation ist ein bisschen nervig, dass er hier diese nach Norden, dass er das nicht beibehält, dass er hier irgendwie was Komisches, Schiefes jetzt macht. Ich habe 100 Kilometer geschätzte Reichweite, 167 Kilometer WLTP, bin bei 32% Ladezustand und habe noch 61 Kilometer zum Laden, also das sollte ganz okay sein. Das Auto hat meine Position verloren, so auf der Karte hier, das Auto bewegt sich nicht, so ungefähr so vor 20 Kilometer oder so. Ich habe es nicht bemerkt, erst beim Wechseln der Autobahn habe ich gesehen, dass er immer noch vor Deggendorf ist, obwohl ich schon irgendwo hier bin. Aber er steckt fest. Er ist immer noch auf der A92. Und deswegen funktioniert jetzt Navigation auch nicht. Also wenn ich jetzt navigiere, dann sagt er halt, wie lange ich brauche von diesem Punkt da. Aber ich bin ja noch weit, da bin ich ja schon weg. Also fahren wir ohne Navigation. Reichweite geht trotzdem wunderbar runter und funktioniert. Funktionieren die Kilometer? Ja, funktioniert auch noch. Ich habe jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 122. Ich bin also froh.
wenn diese Kilometer hier stimmen. Vielleicht ist auch, wird hier zu wenig angezeigt und dann war ich zu schnell. Bin mit 15% angekommen und laut dieser Angabe 284 Kilometer gefahren. So, habe Google Maps nachgeschaut, sollte langsam wissen, weil ich meistens diese Strecke fahre. Es waren 288 Kilometer, Auto zeigt 284 Kilometer, also ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit sogar höher. Die Werte sind alle hier, ich weiß es noch nicht. Das heißt, Reichweite bei 15% Ankunft sind 339 Kilometer. Bei einer 90 Kilowattstunden Batterie oder sogar 100 Kilowattstunden Batterie ist das nicht unglaublich. Überhaupt nicht. Ein Lademeister ist er auch nicht. Ich bekomme 125 Kilowatt. Am Anfang bei 15% hatte ich 122 Kilowatt. Das Auto sagt mir, es sind eine Stunde in 7 Minuten bis 100%. So ein bisschen über eine Stunde hat er mir vorhin auch angezeigt, als ich bei 50% angefangen habe zu laden. Aber vielleicht war die Batterie da noch ein bisschen kalt. Lade, wie gesagt, noch fertig und dann fahre ich heim. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.